Der ist noch nicht gewachsen, aber er hier. Und die Axt macht jetzt auch einen Abflug. Oh, immer noch nicht. Okay. Wundert mich. Ja, es hat Spitzenqualität, was wir hier haben. So schnell fliegt hier uns nichts um die Ohren. Und ich glaube, ich muss mir gleich mal erstmal die Nase putzen. Nicht gleich jetzt. Einen Augenblick bitte. So, da bin ich wieder. Jetzt kann ich auch wieder durch die Nase atmen. Was haben wir jetzt? 11. Ja, das müsste aber erreichen. Damit müssten wir jetzt eigentlich hinkommen. Ja. Die ist ja total. Ich weiß nicht, ist hutzelig. Finde ich schön. So. Zack. Dann verkleiden wir jetzt erstmal hier die Wände. Zumindest da, wo man es sieht. So. Und hier. Ach nee, hier haben wir ja auch noch. So. Rein theoretisch gesehen könnten wir hier. Dann machen wir die hier hin. Vorher. Nee. Hier das Holz mache ich wieder hin. Jetzt hat es die Axt erwischt. Machen wir so. Oder aber. Nur mal gucken, wie das aussehen würde. Und dann hier vom Boden aus Fenster. Ja, sieht auch nicht aus. Dann doch eher von hier. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln. Aber ist mir egal. Hier hat er einen super aus. Eine super Aussicht. Einfach nur geil. Da träumt man doch von. Und hier kommen jetzt. Da möchte ich noch ein Glas haben. Ein Glas, ein Holz. So. Rein theoretisch gesehen könnte ich. Auch hier so Zweierfenster reinmachen. Wobei komisch aussieht. Nee. Belassen wir nur bei einem. Aber hier kommt ein Panoramafenster rein. So.
Dann machen wir mal hier ein bisschen Licht. So, wie machen wir den? Ah ne, bevor wir hier den Boden reinzimmern. Brauche ich. Ja. Ich glaube, 12 Stück müssten reichen. Jetzt weiß ich nicht. Ah, doch, das schließt ab, weil das hier unten ist. Perfekt. Perfekt. So, jetzt ist das hier nicht symmetrisch. Müssen wir die Fackel hier anbringen. So. Das sieht doch schon total süß aus hier. Boden. Ich glaube, da weiß ich auch schon, was ich nehme. Jetzt, Mensch. Bringen wir aber erstmal ein paar Sachen weg. Wie zum Beispiel Glas. Brauchen wir nicht mehr. Zaun kann ich auch ablegen. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen brauchen, aber nicht mehr so viel. Schau mal den 19er weg. Ja. Ist okay. Nein. Ja. Dann wollen wir hier mal einen schönen Fußboden reinzimmern. Ich glaube, ein 64er Stack dürfte reichen. Ach so, dann will ich ja noch was ausprobieren. Zum einen brauche ich dafür Spinnenweben und zum anderen brauche ich ein Bötchen. Das muss erstmal reichen. Hallo. Ja, und die Steine müssen wir hier auch noch weiterführen. Machen wir aber, wenn wir ich weiß gar nicht, weil wir brauchen ja die Steine ja auch für den Dom. Aber zum einen möchte ich natürlich meinen Weg auch fertig haben. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ob ich das jetzt schon fertigstelle oder nicht, aber eigentlich dürfte ich da keine Rücksicht drauf nehmen. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann braucht er natürlich auch was, wo er kochen kann und natürlich die Workbench, die nehmen wir mal mit rein. So, wenn man hier reinkommt, ist hier so seine Sitzecke. Wir haben sogar noch ein paar Treppchen übrig. Jetzt habe ich die habe ich unten die Falltüre, nicht die Falltür, die Druckplatte. Und dann sitzt er hier schön und kann essen. Wo guckt er hin? Auf die Tiere ist ja auch nicht schlecht.
So, dann hat der. Dann hat der. Wenn man reinkommt. Wenn man reinkommt, weil der muss ja noch irgendwo pennen, unser Bruder hier. Okay. Ja, die Hütte ist schön hürzelig. Wenn man reinkommt. Obwohl, der braucht kein Bett. Dann kann man ja hier so eine kleine Sofalandschaft machen. So. Die Workbench habe ich ja hier. Dann machen wir hier die Workbench hin und hier ist ein Öfchen. So. Wobei der das dann hier hinten nicht braucht, im Prinzip. Dann machen wir das hier nochmal weg. Dann kommt nämlich hier sein. So. Dann kommt hier sein Öfchen hin. Hier kommt eine Workbench hin. Und da die Truhe. Na, dann kann er hier schön brutzeln. Genau. Dann kann er hier kochen. Und hier, da kommt noch die Platte drauf. Mein Gott, Leute, wir haben noch nicht Mitternacht. Hier hat er seine kleine Nische. Die könnte man auch sogar, glaube ich, noch um einen erweitern. Genau, dann hat er hier, wo er so ein bisschen relaxen kann. Hängen wir ihm hier noch ein Bildchen auf. Irgendwann. So. Und dann kommt er hier raus und plumpst fast in das Wasser. Das heißt, wir werden das hier alles noch erweitern. So, der kommt dann hier hinten raus. Hier machen wir auch eine Fackel dran. Wobei, ne, die machen wir hier dran. So. Der kommt hier raus. Das heißt, hier muss dann auch noch. Kies verlegt werden. Gut, dass wir das noch nicht weggelegt haben. So. Wobei der könnte eigentlich. Ich muss das hier alles noch was erweitern. So. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Das nehmen wir mal mit. Hier nicht, aber hier. Ja, der hat halt nicht so viel Kohle. So. Und
Und ich glaube, das sollten wir hier auch noch mitnehmen. So.